Weiter geht's. Wir sind in der Cafeteria. Was sehr interessant ist. Untersuche Graffiti. Und wir hören Gerumpel und das macht alles keinen seriösen Eindruck. Aber was sehr, sehr interessant ist, ist... Na, diese da! Ha, da ist ein Überlebender! Ben Gunn! Oh, dann sehe ich, dass Sie einen Besuch von Queen Mab gehabt haben. Und kratzt ihr am Arsch, cool. Sie ist die Hebamme der Fantasie, kommt bei Nacht nicht größer als ein Arkstein am Zeigfinger eines Aldermanns und fährt euch mit einem Gespann von kleinen Atomen über die Nasen der Schlafenden hin. Queen Mab. Das Zitat kenne ich. Romeo und Julia. Aber wer ist Ihrer Meinung nach Queen Mab? Mehr als die Königin der Krähen, kann ich dir sagen. Sie könnte in einer Nussschale eingesperrt sein und doch Königin eines unendlichen Reiches sein. Sehr interessant. Gut, wir fragen ihn mal die Küche. In der Küche? Wo sollte ich wohl sonst leben? Haben Sie genug zu essen? Hier gibt es eine Menge Konserven und viel Fleisch. Ich werde nicht sagen, bis ich einen Bimsstein bekomme. Ein Bimsstein? Zu was ist der zu gebrauchen? Zu was bist du zu gebrauchen? Das ist ein netter Mensch. In einer Vakuumröhre auf dem Sunset Boulevard befand sich eine Notiz. War die von Ihnen? Sunset Boulevard. Ich sende meine gesamte Post zum Sunset Boulevard. Ich werde daran denken. Ja, wir haben ja ganz viele Notizen gesehen. Warum haben Sie die letzte Notiz als Victor unterschrieben? Nennen Sie mich Victor. Auch wenn ich keine Siege davontrage und keinen Stachel habe, ich bin Victor Frankenstein. Na fein, jetzt sind Sie also Frankenstein. Was denn nun? Schritt für Schritt führt dein Weg hinunter in unser Dominion. Du kannst uns Queen Mab oder Herrscher nennen. Welchen Namen du auch immer willst, wir sind der eine. Der Herrscher der Kurakarak. Komm zu uns. Sei eine der unzähligen Zellen im Körper eines Gottes. Sei mit uns bis ans Ende aller Tage. Okay, wie hat er das jetzt gemacht? Wollen Sie dieses Funkgerät haben? Na klar. So, wir geben ihm mal ein Funkgerät und wir wollen die ID-Marke. Der Name auf Ihrer ID-Marke lautet John Farr. Ja, das stimmt. Ich bin John Farr. Dr. John Farr. Sanitätsoffizier, Biolabor, irgendwas. Nein, das war in einem anderen Land. Und nebenbei bemerkt, die Markt ist tot. Ich bin Ben Gunn, allein auf Trimorph Island. Acht Stücke. Ein X markiert den Punkt auf Kapitän Flints Kasten. Ah! Okay. Enigma-Mission. Ich bin Teil der Enigma-Mission. Enigma ist mir ein vollkommenes Rätsel. Ich sah, wie dein Schiff abstürzte, habe mich halb tot gelacht. Das Signalfeuer der Basis war ausgeschaltet. Da war ein höllischer Sandsturm da draußen und die Gegend hier ist nicht unbedingt flach. Ich würde sagen, wir hatten verdammtes Glück, hier überhaupt heil anzukommen. Hey, Sie wussten doch, dass wir kommen. Warum würde wohl sonst jemand Schlüssel und so ein Zeug an derart absurden Plätzen verstecken? Stimmt, das war ich. Das gehört alles zu eurem intellektuellen Training. Rätsel lösen. Ich hab sie aus Martian Mayhem. Oh Gott, erzählen Sie jetzt bloß nicht, Sie sind ein Martian Mayhem-Fan. Es ist das einzige Spiel weit und breit. Was zur Hölle ist das? Das ist meine eigene Speckschneidemaschine. Die habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut. Warum bauen Sie Ihre eigene Speckschneidemaschine? Um Speck zu schneiden. Das ist ein einleuchtender Grund. Irgendwie macht das hier alles keinen Sinn. Graffiti. Ich halte nicht viel von der Dekoration in der Kantine. Und ich halte nicht viel von dir. Ich bin stolz auf meine Wände. Du solltest dir mein Werk mal genauer ansehen. Okay, ich werde Ihre Wände genau unter die Lupe nehmen. Mut. Sie jemals mit Mut. Seit Ihrem Erwachen ist sie zu sehr damit beschäftigt, euch drei abzuschirmen, um mit mir zu reden. Sie beschützt dich vor Queen Mab, jede einzelne Sekunde. Wir sind in dir und um dich herum. Wir, der eine von Akarak, einzig und zahllos. Wir sind der Rhythmus deines Blutes und deines Atems. Schlag um Schlag, Atemzug um Atemzug, näherst du dich unseren offenen Armen, die dich umschließen werden. Mhm. Okay, jetzt reicht's. Nein. Nehmen rote Marke. Der hat ja da mehrere rote Marken. Wir nehmen uns einfach mal eine. Sprechen zu Ben Gunn kann ich jetzt hier Krankenstation. Für die Krankenstation verantwortlich. Wir könnten also den Transfuser in Gang bringen, wenn wir von Extrudes gestochen werden. Und vielleicht ein paar Wunden heilen, wenn uns die Untoten angreifen. Werden Sie uns helfen, wenn wir verletzt sind?
Wenn du mich nett darum bittest, werde ich vielleicht sogar helfen. Genauso oft, wie es Männer auf der Kiste eines toten Mannes gibt. In einer Vakuumröhre auf dem Sunset Boulevard befand sich eine Notiz. Das hatten wir schon. Rote Marke. Würden Sie mir wohl eine Ihrer roten Marken überlassen, die um Ihren Hals hängen? Die eine ist für mich und die andere für meine einzig wahre Liebe. Also lass mich in Ruhe. Wir haben ja schon eine rote Marke. Sagen, bis ich einen Bimsstein bekomme. Bankenstein? Habe ich ihm nicht schon einen Bimsstein gegeben? Nee, der ist schon weg. Super. Ja, das hat hier ein paar Fehler, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Aber ist uns egal. Was mich stört, ist, dass ich dieses scheiß Extruder-Vieh hier mit drin gelassen habe. Denn das könnte problematisch werden, aber wir setzen die rote Marke ein. Ja, und stellen Khan mal hier hin zu Ben Gunn. Und wechseln dann zu Matlock. Genau. Denn wir machen mit ihr weiter. Ihr seht, die rote Marke gehört eindeutig zu Matlock. Und wir schauen mal, was da jetzt dran ist. Wir haben jetzt mit Matlock zwei Räume, die wir erkunden können. Ja, wenn ich Matlock mal sehen würde, wäre nicht schlecht, ne? Ach, geh weg. Du nervst. Du nervst doch. Geh weg. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Okay. Was ist das? Oh. Hat mir das jetzt was abgezogen? Weiß ich nicht, wie viel hatte ich vorher? Wir untersuchen mal die Trimorph-Tiere. Die Abstoßungen von Labortieren. Fehlgeschlagene Ratten-Trimorphs. Ach. Das ist aber schön. So, wir gucken mal in den Vakuumschlauch. Eine weiße Marke und ein Mikrocoder. Ich guck mal wegen Platz. Also den Gesundheitsschub nehmen wir uns. Die Piccolo-Munition selbstverständlich. Deborah Trask. Okay, wir nehmen uns den Mikrocorder und hören uns den an. Deborah Trask, Tagesprotokoll BioLab, 8. August 2018, 7.30 Uhr. Impfstoffuntersuchungen für schlimmstmögliches Szenario werden durchgeführt. Ares-Dateiverseuchung, Passwort Triune. Mikrofossile Bakterien bleiben weiterhin halb aktiv. Einige Ähnlichkeiten mit irdischen Cyanobakterien, Größe von 1 bis 100 Mikron, abhängig von der Sauerstoffsättigung und der UV-Strahlendosis. Auf der Erde würden sich diese Mikroben vergrößern und unglaublich vermehren. In nur wenigen Monaten würden sie den ganzen Planeten bedecken. Weitere Tests zeigen eine leichte Reaktion auf das Eintauchen in Säure. Aber dieser Effekt ist nur vorübergehend. Die Erklärung dafür, dass sie über einen geschätzten Zeitraum von 4 Milliarden Jahren überleben konnten, liegt vielleicht in ihrem ungewöhnlichen, dreifach geteilten Aufbau mit Formen, ähnlich Bacillus, Coccus und Spirelle, kombiniert zu einzelnen semikristallinen Strukturen. Die Steine bewegen sich immer noch, als gäbe es einen Ziehwind in den Korridoren und Räumen. Und sie singen für mich. Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass sie mein Requiem singen. Ein Großteil der Crew wird schon bald nach Nekropolis gehen. Ich werde hier bleiben. 23:42. Irgendetwas läuft falsch in Nekropolis. Haraway schrie über das Intercom, dass wir nicht dort hinunterkommen sollten. Als wenn mir das einer hätte sagen müssen. 11:45. Ich blickte durch das Mikroskop. Ich starrte die Bakterien an und die Bakterien starrten zurück.